Hallo zusammen, herzlich willkommen zum dritten Video im Kapitel 4 Vektoren und Geraden in Klasse 10. In diesem dritten Video, da soll es darum gehen, wie man mit Vektoren rechnen kann und natürlich auch, was das grafisch im Koordinatensystem bedeutet, wenn man mit Vektoren rechnet. Ja, wir schauen uns hier mal ein Beispiel aus der Physik an. Wir haben hier zwei Schlitten mit Schlittenhunden, jeweils mit zwei Schlittenhunden. Und diese Schlittenhunde sind nicht so gut dressiert, das heißt, die ziehen nicht so ganz gleichmäßig, also der eine Schlittenhund zieht hier ein bisschen nach links, der andere ein bisschen nach rechts. Und die Frage ist jetzt, wo geht der Schlitten hin? Und das können wir aus der Physik, ja, wenn zwei Kräfte nicht genau in dieselbe Richtung wirken und wir wollen wissen, wohin die resultierende zielt, dann brauchen wir ein Kräfteparallelogramm. Wir hängen also die eine Kraft an die andere hin und können dann eine resultierende Kraft einzeichnen, die quasi vom Anfang der beiden Kräfte zum Ende des zur gegenüberliegenden Ecke des Kräfteparallelogramms geht. Und jetzt schauen wir uns mal an, was da dann jeweils rauskommt. Also hier kommt 5, 5 raus und hier 3, 5. Und wenn wir jetzt gucken, was wir da rechnerisch gemacht haben, im Endeffekt hätten wir diese resultierende Richtung und diese resultierende Kraft rauskriegen können, indem wir die beiden Vektoren einfach koordinatenweise addiert hätten. Also 3, 1 plus 2, 4 oder in dem Fall 1, 3 plus 2, 2. Wir können also Vektoren addieren, indem wir einfach die x1-Koordinate mit der x1-Koordinate addieren, die x2-Koordinate mit der x2-Koordinate und wenn jetzt noch eine dritte Koordinate dabei wäre, die x3-Koordinate mit der x3-Koordinate. Also Vektoren addiert man einfach, indem man die koordinatenweise addiert und geometrisch sieht es dann so aus, dass diese Vektoren einfach aneinander drangehängt werden und der resultierende Vektor, der ist immer die Verbindung vom Anfangspunkt des ersten Vektors zum Endpunkt des letzten Vektors. Ja, so wird man Vektoren addieren. Wie sieht es mit Multiplizieren aus? So, hier haben wir eine Pferdekutsche mit vier Pferden. Diese vier Pferde sind besser dressiert als die Schlittenhunde. Die ziehen alles sauber in die gleiche Richtung, also immer in die Richtung 1, 2. Und wenn wir jetzt wissen wollen, wie weit oder wie stark ziehen die Pferde insgesamt, dann müssten wir die vier Vektoren aneinander hängen und könnten dann quasi rechnen, Vektor 1 plus, also diesen Vektor A viermal addieren und würden auf den Vektor 4-8 kommen. Den würden wir aber auch kriegen, wenn wir viermal den Vektor A rechnen und dann eben viermal die erste Koordinate und viermal die zweite Koordinate rechnen. Das heißt, wir können Vektoren mit Zahlen multiplizieren, also vervielfachen, indem wir einfach die einzelnen Koordinaten, also indem wir die koordinatenweise mit dieser Zahl multiplizieren. Also jede Koordinate mit dieser Zahl multiplizieren. Ja, und so kann man mit Vektoren rechnen. Das schreiben wir uns natürlich auch auf. Also wenn man zwei Vektoren addiert, dann addiert man die koordinatenweise. Die erste Koordinate mit der ersten, zweite mit der zweiten, dritte mit der dritten. Wenn man die mit einer Zahl multipliziert, in dem Fall ist die Zahl jetzt r. Und da kann man jede beliebige Zahl r dafür nehmen, ja, wenn man das so macht. Dann multipliziert man diese Zahl eben mit jeder Koordinate. Also mit der ersten, zweiten und mit der dritten. Subtrahieren tut man den Vektor, indem man den Gegenvektor addiert, also indem man quasi plus rechnet und dann die einzelnen Koordinaten subtrahiert. Wenn es einfach nur eine Rechnung ist, ist es gar kein Problem, dann subtrahiert man einfach die Koordinaten. Wenn man es jetzt zeichnen muss, dann muss man eben den Vektor quasi in die andere Richtung zeichnen. Also das Subtrahieren führt einfach dazu, dass aus dem Vektor der Vektor mit demselben Weg, aber mit der anderen Richtung wird, also indem einfach die Vorzeichen gedreht werden. Einen Rechenausdruck mit Vektoren, den gibt es auch sehr häufig, also sowas wie dann Zahl mal Vektor plus Zahl mal Vektor plus Zahl mal Vektor, den nennt man eine Linearkombination. Ja, dann schauen wir uns ein Beispiel dazu an, also nur eins, das Thema, denke ich, ist nicht so schwierig. Also bitte wieder die Überschrift und den Satz ins Heft schreiben, das Beispiel dann gleich drunter. Und hier machen wir jetzt Folgendes, wir haben hier eine Linearkombination, von der berechnen wir den Ergebnisvektor, also wir rechnen die Linearkombination aus und dann stellen wir die ganze Linearkombination im Koordinatensystem dar, dass wir uns vorstellen können, was das bedeutet. Also ausrechnen zunächst mal die Malsachen, also Punkt vor Strich. Wir multiplizieren diese Faktoren, die 2 und die 3, multiplizieren wir in den Vektor rein. Das heißt, wir multiplizieren jeden Koordinaten des Vektors hier mit 2 und hier mit 3. Und dann kriegen wir eben das, ja, also hier 2, 1, 2, 1 wird zu 2, 4, 2 und 1, 1, 0 wird zu 3, 3, 0. Und dann können wir das zusammenrechnen, also koordinatenweise wieder. Erste Koordinate 2 plus 0 minus 3 wäre minus 1, 4 plus 3 minus 3 wäre 4, 2 plus 2 minus 0 wäre 4. Und dann hätten wir minus 1, 4, 4 als Vektor.
So, wie stellen wir jetzt diese Linearkombination im Koordinatensystem dar? Es sind ja insgesamt, also der Vektor 2 mal, der 1 mal, der 3 mal, also insgesamt haben wir 6 Vektoren und wir zeichnen dann eben diese 6 Vektoren einen nach dem anderen ins Koordinatensystem rein. Wir fangen mal mit dem 1, 2, 1 an, an diesem Punkt jetzt. Der Punkt, an dem wir anfangen, ist natürlich beliebig, weil ja ein Vektor nur ein Weg ist und nicht einen festen Anfangspunkt hat. Ja, und dieser Vektor 1, 2, 1, das wäre der hier, also wir gehen 1 in x1 Richtung, 2 in x2 und 1 in x3 Richtung. Und den brauchen wir zweimal. Also hier steht ja zweimal. Also um die Linearkombination darzustellen, muss der eben zweimal vorkommen. Dann kommt einmal der Vektor 0, 3, 2. So. Also 0 in x1 Richtung, dann 3 rüber und 2 hoch. Und dann kommt der Vektor 1, 1, 0, dreimal. 1, 1, 0, der sieht so aus. Jetzt steht hier aber noch dieses Minus davor. Und das Minus bewirkt natürlich, dass es zwar diese Vektoren sind, dass sie aber in die andere Richtung zeigen. Ja, und dann haben wir die Linearkombination fertig. Das heißt, wenn wir die Linearkombination jetzt als Weg uns vorstellen, dann wird man vom Anfang bis zum Ende der Linearkombination diesen Weg laufen. Und der resultierende Vektor, das wäre dann der. Der resultierende Vektor, der wird quasi den Anfangspunkt des ersten Vektors mit der Spitze des letzten Vektors verbinden. Das wäre quasi die Abkürzung, also der kürzeste Weg vom Anfang dahin. Ja, und so haben wir jetzt die Linearkombination und auch den Ergebnisvektor schön im Koordinatensystem dargestellt. Ich würde euch bitten, das ebenfalls noch ins Heft zu übernehmen, dass man einfach einmal sieht, wie man sowas rechnet und dass man auch mal eine Linearkombination eingezeichnet hat. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Tschüss!